Here, where souls gather, your soul defines everything. There's nothing to say. Ready? You cannot defeat me, now or ever. Battle 1. Fight. Und damit auch von mir Moin und herzlich willkommen hier zu unserem Let's Play Soul Calibur HD. Und damit haben wir gleich schon die erste Runde geschafft und wir springen einfach mal hinterher. Und Let's Play Soul Calibur HD. Ich war heute echt aus der Spur, tut mir leid Leute, ich habe das Intro ja vollkommen verkackt heute. Nein, wir sind natürlich hier bei Freeplay, ihr habt schon richtig auf dem Video gesehen. Und auch, wir trinken ja heute den Arsch versohlt. Nee, ja, ganz genau. Also, ich dachte mir einfach, wir spielen heute was Soul Calibur 5. Ich habe das Spiel irgendwann mal gegönnt. Nein, gar nicht. Ich habe es mir von einem Kollegen geschenkt bekommen. In dem Sinne nochmal 400 Euro. Und, ich muss sagen, mir wurde oftmals gesagt, das Spiel ist scheiße im Gegensatz zu den Vorgängern. Und, dem, ja, konnte ich nur sofort zustimmen, als ich es gestartet habe, da mein Lieblingscharakter nicht zur Auswahl ist. Aber letztendlich, ja, doch, also, es ist das gute alte Soul Calibur Kampfsystem. Zwar irgendwie zwei eklige. Vielleicht. Oh fuck. Alter, entspann dich. Oh, verdammt. Ich muss erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Der hat uns eiskalt zusammengeschlagen, das gibt's ja nicht. Krank. Battle for fight. Komm her. Ich muss auch sagen, Nightmare ist echt nicht mein Charakter, weil es einfach viel zu langsam ist, wie wir jetzt gerade sind. Und er kommt hier schon wieder mit seinem Bashing-Move da, sonst was. So, wir greifen dich jetzt einfach mal. Hab ich ganz vergessen, dass man die aus dem Griff machen kann. Und dann kommt dann schon der Sieg für den Siegfried. Ich wollte einfach nur das Intro mal auf den Kopf stellen. Und die, wir gehen einfach mal zur Figurenauswahl. Die Kampfs, also die Sprüche, die sind einfach so episch. So, wir wählen einfach mal, Originalfigur weiblich, bla bla bla. Wir wählen einfach mal freie Auswahl gegen Siegfried. Nein, doch nicht gegen Siegfried schon wieder. Nein, als Gegner hätte ich hier gerne, ebenfalls freie Auswahl. Ja, ganz genau. Und zu guter Letzt gehen wir auch noch auf Zufall hier in der Höhle des Lichts. Doch, das wird uns jetzt gezeigt. Mal sehen. Als wer spielen wir denn? Estorworth gegen Elysium. Elysium. Two warriors meet on the altar of light and darkness. Oh, Alter, sind wir böse aus mit dem Skin. Alter Schwede, sieht mir böse aus mit dem Skin, ey. Ist ja grausam, ey. Aber was macht dieses Dolchkugel hier? Ah, okay, der ist ein bisschen langsam, muss ich sagen. Fast noch langsamer als Nightmare gerade. Also für Close Range geht er, aber jetzt eben Hit-Attack mit seiner Waffe kann auch nicht. Au. Aber ich kann noch nicht um blocken, so richtig umgehen. Aber wir können sie einfach aus dem Ring werfen, das tut's natürlich auch. Ring out. The battle rages on. Stand up and show your strength. Oh, wir sehen einfach so brutal böse aus, ey. Das ist ja. Auch die Musik im Hintergrund, ey. Gib dir, Alter, ey. Und nochmal aus dem Ring. Ring out. Even when severely wounded, the true victor never gives up. So, mal sehen, schaffen wir noch. Ach, das war ihr Leuchtball, den wir ihr da einfach vom Kopf. Oh, das tut mir leid, dass die wir dir dein Leuchtball weggeschlagen haben. Na, hä, wie habe ich den Gang gemacht? Mal sehen. Nee. Oh, sorry. Ich wollte gerade ein bisschen den Moves austesten, aber ehrlich gesagt, ich brauche eigentlich gar nicht groß Moves austesten, da wir eh gleich wieder wechseln werden. Und da. Der war aber geil gemacht am Ende. KO. Victory belongs to the last one standing. Okay, die Kamera war gerade eben ein bisschen scheiße, aber Alter. Wir sehen so böse aus, das gibt's ja echt gar nicht. Sehr nice. Ich, ey, den Charakter, den merke ich mir. So, mal sehen. Wir gehen wieder auf Free gegen Frei gegen Frei. Einfach alles frei nach Laune. Wir lassen uns heute mal das Spiel entscheiden hier. Und da haben wir auch schon wieder den nächsten Arena. Mal sehen, als wen spielen wir? Alt Aion gegen Yoshimitsu.
Oh Mann, Yoshimitsu. Unser Allzeitbegleiter aus Tekken. Also der ist irgendwie in jedem Soul Calibur drin. Ich weiß gar nicht wieso, weshalb, warum, ehrlich gesagt. Ich meine, ich bin eigentlich schon ein ziemlicher Fan der Serie, denn wenn es zu Beat'em Up geht, dann ist Soul Calibur der Griff meiner Wahl, weil es einfach, ja, schön schnell ist mit Waffen und, ja. Ich muss sagen, auch wenn ich sonst immer gerne meine Fäuste benutze im Videospiel, mag ich auch gerne Waffen. Bei am liebsten würde ich eigentlich nur Kilik spielen, nur leider nicht mit diesem komischen Typen hier. Was ist das denn, ey? Der kann ja irgendwie nur so... Alter, mit seiner komischen Pranke, dann ist er behindert oder so? Ja, gar nichts hier. Aber einen Griff können wir auch mal machen. Nee, und leider ist Kilik nicht verfügbar und ehrlich gesagt auch kein anderer Spieler, der ihn irgendwie ersetzt oder seinen Kampfstil ersetzt. Und also ich muss sagen, das ist einfach scheiße, wenn man halt bestimmte Kampfspiele erst am Ende oder irgendwann freischaltet und erst recht wie man Kilik freischaltet, ist sehr hart eigentlich. So, wir machen ihm einfach mal einen Doppelgriff hier, wobei das langsam echt ein bisschen zu einfach wird. Aber ich muss sagen, also, ja doch, also der vorige Charakter war ein bisschen angenehmer, aber er tut seinen Zweck hier. Oh, und Yoshimitsu hat jetzt seine Rage-Anzeige oder sonst was wie im Flügel? Eidechsen oder Aeon, ach so. So ein bisschen juggeln und oben drei noch Griff, sehr schön. Ja, und das ist eigentlich, also das muss ich auch sagen hier, das war was, wofür ich so Calibur gefeiert habe, dass man Juggern eigentlich relativ verändern konnte und das auch selbst noch relativ gering gehalten wurde. Das hat sich mittlerweile alles etwas geändert. Also sagen wir so, 4 war, ja. Aber naja, egal, wir wollen uns nicht beschweren, das sieht einfach geil aus und ist auch mega lustig, wie hier gerade einfach den Boden haben. So, wir machen einfach wieder weiter mit unserer Free-Play-Runde heute. Heute ja wirklich free hier, einfach dadurch, dass wir gar nicht mehr für irgendwas zuständig sind und einfach nur drauf loszocken müssen. Als Raphael irgendwie... Oh ne, Raphael. Vor allem, was für ein komisches Kostüm er hier heute ankommt. So, mal sehen. Ja, das geht doch. Oh, nice. Raphael ist gut zum Juggeln. Dann können wir da... Na, jetzt hat sie die Seite wechseln. Oh, ein bisschen überbrutal, oder nicht? Ah, verdammt. Das wäre fast noch ein Perfection gewesen, aber du kriegst jetzt noch einen Tritt und mach einen. Und dann haben wir es auch. K.O. The battle rages on. Stand up and show your strength. Battle 2. Aber ich muss sagen, also es ist echt schade. Man kann auch gar nicht mehr so die Einstellung so treffen wie bei Soul Calibur 4. Wir haben das immer gerne gemacht, so. Au, 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 au. Au. Spezielle Einstellung, das halt so. Oh, das verlieren wir mal komplett, oder? Ja. Also wie zum Beispiel, dass man irgendwie doppelte Gesundheit hat und dann einfach mega lange kämpft oder dass man halt nur halbe Gesundheit hat und dann quasi bei jedem einzelnen nicht geblockten Angriff sofort bestraft wird. Halt einfach das Ganze nur ein bisschen lustiger machen mit Freunden und so, aber ehrlich gesagt, also ich würde dann eher doch lieber zu Soul Calibur jetzt zurückgreifen. Das war doch ein bisschen angenehmer. Boah, ey, wie die uns hier die Puppe versuchen will. Die Kleine. Das mache ich aber gar nicht. Oh, ich mag den Fechtstil, der ist richtig schön einfach. Das ist eigentlich nur draufmischen nach vorne, bitte angreifen. So, obendrein nochmal einen Griff. Ah, und dann haben wir sie auch fast. Oder auch ganz. K.O. The battle rages on. Stand up and show your strength. So. Ach, das ist der vierte Kampf gegen sie jetzt. Battle for fight. Oh, fuck. Ist hier einfach rausgewichen, ey. Ja, ich muss aber sagen, also Raphaels Kampfstil ist echt einfach und angenehm zu verwenden. Das macht wirklich Spaß hier gerade. Man einfach, also das Fechten ist halt einfach so, das Grundprinzip halt von jedem Ups, dass man halt gezielte ordentliche Schläge macht und ansonsten in der Deckung bleibt, logischerweise. Och, Mann. The battle has finished. Only the victor may proceed onward.
Ich würde echt gerne mal wieder mit meinem Kollegen spielen, aber leider muss ich mir dafür wahrscheinlich echt zu Caliber 4 erstmal wiederholen. Naja gut, egal, wir wählen einfach wieder zur Figurenauswahl und starten noch eine neue Runde. Oh ja, warum nicht? Captain Reese, den selbst erstellten Charakter von mir, ist einfach einer der geilsten Charaktere ever made. Ich musste hier einfach mal irgendwie den Charaktereditor ausprobieren und mir ging gerade nochmal Afro Samurai durch den Kopf, falls das jemand von euch kennt. Sub 18, glaube ich. Und dementsprechend haben wir heute hier den König. Oh, und ich glaube, haben wir dich in der Arena ja angefangen? Und da haben wir unseren Afro-Samurai, oh, wie episch. Und ich glaube, hat der sogar einen Langstab? Der hat tatsächlich einen Langstab. Ich glaub's ja gar nicht. Wir haben einen Langstab. Oh, aber ist der schwerfällig, das gibt's ja gar nicht. Den hätten wir vielleicht ein bisschen besser erstellen sollen, dass er nicht ganz so fett ist. Der ist echt, Alter, übertrieben schwerfällig. Aber wenigstens haben wir mal... Das ist doch auch kein Langstab. Der ist auch viel zu kurz. Das ist zwar ein Stock, aber... Stock und wir werden wahrscheinlich auch mit sie aufs Maul bekommen langsam, weil ich einfach hier nicht klarkomme. Aber das ist. Doch, das ist der Kampfstil von Kleek. Ich glaub's nicht. Okay. Ja, aber der ist ein bisschen abgeändert. Ich komme auf das neue Moveset hier noch nicht so klar. Wenn ich das jetzt noch. Oh, fuck. Zum ersten Mal erst gerade hier so jetzt spiele und gepeilt habe, dass das hier der Kampfstil ist, den ich doch eigentlich spielen will. Wunderbar. Oh Leute, da überlege ich mir gerade, ob ich nicht nochmal einen ordentlichen Charakter hier ein bisschen mit der wirklich spiele. Fuck, ich kann nicht zum Juggle. Fuck. Fuck. Und ich kenne auch den Spezialtricks gar nicht mehr. Ah. Na, scheiße. Jetzt wissen wir es. Even when severely wounded, the true victor never gives up. Battle 3. Fight. Ja, was ist das denn für ein Ausweichmove? Warum macht er auf Fettigkeit und Hohe und seine Wellen? Ist das komisch? Also, das ist ja echt ein komisches Moveset hier. Das muss ich mir gleich nochmal neu angucken. Ja. Grausam. Aber auf die Basic Boost kommt er nicht so klar. Und langsam kommt der Afro-Samurai hier auch in Schwung. Aber es ist einfach der King Weezy. Wir haben auch ein dickes, fettes Hanfblatt hier einfach auf unserer Brust. So muss das sein. So. Und ein nice Disco-Outfit von drei natürlich. Und wir gönnen uns mal einen Griff hier. Der ist böse. Ah, verdammt. Wie es auch nur ein Treffer jetzt hier am Boden war und dann hast du schon gewonnen. Nice, und unser Afro-Samurai hat gesiegt, trotz anfänglichen Schwierigkeiten. Hätte ich ja nicht gedacht. Tatsächlich. Oh, das machen wir doch gleich nochmal mit dem Afro-Samurai. Okay, den nehmen wir nochmal und mal sehen, wen bekommen wir als diesmal als Gegner. Also, weil, Leute, in den Kampfspiel habe ich mich jetzt einfach verliebt und das ist einfach, also. Mal sehen, Captain Weezy gegen Mitsurugi. Hatten wir den schon mal? Ich weiß es gar nicht. Nein, ich glaube nicht, oder? Doch, oder? Ich weiß es nicht. Aber das könnte ein würdiger Gegner sein. Sind wir eigentlich schwarz oder sind wir lila? Habe ich gerade mich mal so gefragt. Ich glaube, wir sind ein bisschen irgendwie lila. Oh, das war zu nah weg. Oh, stürm auf hier oder bleib stehen zumindest. Ah. Wie wir da um ihn rumgetanzt sind, sehr nice. Ja, ich muss ihn noch ein bisschen so auf die Lust klarkommen. Ein paar haben sich halt verändert zu den vorigen Spielen. Ein paar aber auch nicht. Der war aber nice, der Finisher gerade. Nice. Verdammt. Ah, und ich komme hier, man kommt einfach nicht mehr zum Juggle mit dem Kampfcharakter hier. Gibt's ja gar nicht.
So, komm her. Klopp mir einfach. Ich weiß gar nicht mehr, was die Alternative ist. Das ist die Alternative. Oh, der sieht schön aus. Oh, ja, Mann. So langsam bin ich drin. Jetzt macht's Fun. Even though severely wounded, the true victor never gives up. Battle. Steh auf! Au, verdammt! Aber erst, wenn ich bereit bin. Och, was war das denn bitte? Also komm hier, also jetzt ist der es einfach abgehauen. Meine Güte. Victory belongs to the last one standing. Das war hart, das war ehrlich gesagt gar nicht. Oh nice, wir können auch abdancen. Episch, ey. Leute, einfach zu geil. Einfach zu geil. So, und dann geht's weiter mit unserem Afro-Samurai. Oh, ich glaube, mit dem spiele ich gleich mal den Arcade-Modus durch. Das wäre vielleicht eher mal eine Idee, oder? Ja? Ja? Ja, jetzt machen wir das Spiel richtig Spaß, hier langsam. So, mal sehen, wir sind im unbekannten Wald hier. Das klingt gruselig. Ein Patroklos. Ach, einer der neuen Hauptcharaktere. The glint of blades flickers in the forest shadows. I can't run away. Bist du irgendwie schwul oder so, Junge? Alright. Na, wenn du willst, dann machen wir Perfection. Kein Thema. Komm her. Fight. Ah! Schwuchtel, ey. Also nichts für ungut, ich hab nichts gegen Schwule sonst so, also schwuchtelig ist einfach, ich sag mal, unmännlich, nicht maskulin so und ne? Und also kommt, also da, wenn das nicht die Definition von Schwuchtel ist, ja, also dann hat man es wirklich nicht verstanden, was man damit gemeint hat. Siehst du denn? Okay, jetzt sieht er hier auch noch aus, er gibt's ja nicht. So, und ich will unbedingt noch den Perfection jetzt hinlegen, diese kleine Spuckle hier. Jetzt kommt. Oh, oh, fuck. Ah, ja, das hat er natürlich gehört und das lässt er nicht durchgehen. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. So, ein bisschen aufpassen hier, keinen Faxen machen. Wieso hat er nicht? Wir haben kein Distance. Achso, als ich das für den richtigen Moment verspreche. Aber auch sehr nice, einfach ausgewichen und rausgekriegt. Oh, der Typ ist ein bisschen angepisst, haben wir gesehen hier. Nein, ich habe doch gerade verteidigen gedrückt, ey, du Apfelmann, du hast mit meinem Perfection. Eigentlich müssten wir ihn jetzt gewinnen lassen, um dann nochmal den Perfection zu machen, aber das können wir nicht gewinnen, Alter. Das geht nicht. Komischer Wichser, ey. Dumme Baden. So, und damit haben wir auch den kleinen Typen hier. Ach, ein... Ach, wir haben noch einen Rückkampf offen. Okay. Ich bin auf Rückkampf gegangen, hätte ja nicht gedacht. Gut, dann machen wir... Oh, einen Rückkampf, Junge. Ich mache noch einen Perfection auf dich. Darauf kommt es noch. Wobei ich im Moment gar nicht mehr klar kann. Auf unserem Kampfstil irgendwie. Ja. Ja. Wie er ihn einfach mit seinem Arsch da einen Hebel gebaut hat, ey, um den Schädel einzustellen, herrlich. So muss man das machen. Oh, komm, wir haben den ersten Schlag kassiert. Was ist los? Irgendwie habe ich keine Distance-Schläge mehr. Ich weiß nicht wieso. Und jetzt blockt er den, wenn ich mal einen mache. Junge, ich mag dich nicht. Geh weg. Geh weg. Vor allem, er heißt Alpha Patroklos. Alpha, wenn man Alpha in seinem Namen hat, also dann muss doch irgendwie echt etwas nicht in Ordnung mit dir sein, oder? Ah, verdammt. Hat er für uns auch echt geschlagen. Da will ich mir gar nicht die Wiederholung angucken. Komm, du kriegst es in die Fresse poliert. Junge, ich hab die Fresse poliert gesagt. Hast du nicht zugehört? Alter, Fresse poliert, Mann. So, einfach mal einen Griff umdrehen. Oh, verdammt. Ich glaube, mit dem Perfection wird das heute echt nichts mehr, aber... Oh, und ich komme einfach zu spät zum Ball. Weil irgendwie, ich meine,
Wenn wer vorne angreift, dann macht er seinen Distance-Move aus, also Calibur 4. Das ist komisch. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht cool. Das ist direkt unhöflich. Und das auch. Und das macht man nicht. Schlägst doch nicht einfach deinem Gegner in die Fresse zur Eröffnung eines Kampfes. Das ist unhöflich. Na, das wäre jetzt fast der Perfection gewesen. Aber leider nicht ganz. Oh, mies. Tja, Leute, das war's leider auch schon wieder für heute mit Freeplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked doch das Video und abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst. Und wenn ihr ein paar Vorschläge habt, was wir hier mal bei Freeplay spielen könnten, dann sucht euch einfach eins dieser Spiele hier aus und schreibt es mir in den Kommentaren, was ihr gerne sehen würdet. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, habe ich natürlich auch noch ein paar Let's Plays für euch übrig. In dem Sinne, fühlt euch auch gerne frei, euch hier mal ein bisschen umzuschauen. Und nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.